Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal dachte ich, ich nehme euch ein bisschen mit beim Putzen, weil ich habe sehr viel zu putzen. Aber ich habe so viel zu tun. Welche Mama sagt das nicht, ne? Extrem viel Hausarbeit und Dinge, die ich ordnen muss und organisieren muss. Und ich wollte auch ein paar Lifehacks mit euch ausprobieren. Ich habe hier und da so Sachen gesehen, dachte ich, wir testen das mal zusammen, ob das so funktioniert. Zum Beispiel selbstgemachte Spülmaschinentabs und so. Will ich auch ausprobieren. Also, ich nehme euch mit. Ich muss als allererstes staubsaugen, hier einfach das Wohnzimmer sauber machen, weil die Couch, wir haben drei Katzen, wer es nicht weiß, die ist gerade ekelhaft. Ich muss die Küche putzen. Mein Schlafzimmer ist das reinste Chaos. Ich glaube nicht, dass ich in dem einen Video alles schaffe. Ich muss mir so ein bisschen Ziele jetzt langsam setzen und nach alles abarbeiten, weil zum Beispiel mein Schlafzimmer, ich muss meinen Schrank komplett ausmisten. Ich hab da nämlich noch Platz, als wir umgezogen sind, hatte ich immer noch, also ich habe ja meinen Kleiderschrank mitgenommen und ich habe immer noch für einen Doppelpackschrank Platz. Und endlich war ich letzte Woche bei Ikea und habe den mir schon zusammenstellen lassen. Ich muss es nur abholen und es endlich aufbauen und da aufräumen. Ich muss radikal meinen Schrank ausmisten. Ich muss mir da irgendein System reinmachen. Es ist so ein Chaos in meinen Schrank. Da muss ich mir auch gucken, was ich mir da überlege. Ich muss meine Küche putzen. Ich werde die jetzt erstmal ein bisschen außen alles schön sauber machen. Aber ich muss komplett meine ganzen Schränke und meine Schubladen auch nochmal durchgehen. Also wie gesagt, ich guck mal, wie viel ich schaffe, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir legen einfach mal los. Saugen ist sowieso das, was ich mal als erstes machen muss, ist jetzt einmal staubsaugen. Wie gesagt, die Couch so ein bisschen Ordnung machen, ein bisschen Staub wischen. Also legen wir jetzt erstmal mit den Ess- und Wohnbereich und dann gehen wir rüber zur Küche. Wundert euch nicht, warum das hier so wunderschön aussieht. Mein Mann hat die Tür, also die Blende, abgeschraubt, weil irgendwie unser Kühlschrank, der geht irgendwie nicht richtig zu. Irgendwie, wir müssen entweder das Gummi wechseln oder irgendwas mit der Tür stimmt nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht Monate so. Falls eure Männer auch so sind, kennt ihr das? Der fängt irgendwas an. Und dann dauert das monatelang, bis es repariert ist. Ja, also, falls ihr euch wundert, warum sieht das hier gerade so aus? Ja. Ich schlaf weiter, Baby.
Vor kurzem hatte ich euch schon den Eureka Staubsauger vorgestellt. Und zwar ist das mein Alltagshelfer, denn staubsaugen muss ich wirklich jeden Tag. Wir haben 3 Katzen, 8 Kinder, es wird gekrümelt, es wird gehaart überall. Das heißt, ich brauche wirklich so was Schnelles. Ich habe viele Haushaltsgeräte, aber wie gesagt, das ist so ein Teil, das kommt bei mir täglich zum Einsatz. Super praktisch, weil es eben kabellos ist, super leicht, einfach schnell, zack, zum Benutzen. Das brauche ich wirklich. Und ich hatte euch das Modell ja schon hier gezeigt. Aber das neuere verlinkt, deswegen wollte ich euch dementsprechend das neuere Modell zeigen, damit ihr das natürlich nochmal im Vergleich sehen könnt. Hier ist der mega Vorteil, dass man den Staubsauger hier einknicken kann und somit super unter Möbeln staubsaugen kann. Das ist auch der erste Sauger, der es schafft, unter meine niedrige Couch zu kommen, auch unter dem Regal in der Küche. Ich konnte da vorher immer nicht saugen. Und hier kann ich problemlos unter der Couch saugen. Auch die Aufsätze sind super praktisch. Gerade auch der dünne Stab mit dem Schlauch, weil das so flexibel ist, weil hinter der Heizung sammeln sich so viel Katzenhaare. Unsere Katzen schlafen sehr, sehr gerne auf der Heizung. Gerade jetzt, wo sie an ist, die liegen da die ganze Zeit. Die Couch ist voller Katzenhaare und dahinter fallen Katzenhaare auf der Gardine. Alles ist voll mit Katzenhaare. Und mit dem flexiblen Schlauch komme ich auch daran. Sehr, sehr praktisch. Der hat eine sehr lange Akkulaufzeit. Ich benutze ihn immer in der mittleren Stufe. Das reicht dann mal für 30 Minuten, im Turbo-Modus 8 Minuten und im leichten Modus sogar ganze 60 Minuten. Eureka gibt es schon seit über 100 Jahren, denn Eureka wurde 1909 in Detroit gegründet. Also die haben schon lange Erfahrung mit Staubsaugern, dementsprechend super tolles Gerät. Also wirklich auch sehr, sehr praktisch für ältere Menschen, für Kinder, unsere Kinder benutzen. Also es ist wirklich ein Allrounder, der im Alltag eingesetzt wird. Was ich noch besonders toll finde, ist das LED-Licht vorne. Also das ist auch super, nämlich wenn ich abends sauge, ich sehe wirklich jeden einzelnen Krümel auf dem Boden. Auch das sehr, sehr schön. Lässt sich alles schön reinigen. Man kann auch alle Einzelteile schön waschen, wenn man das möchte. Auch das super praktisch. Also ich kann den euch nur empfehlen. Deswegen schaut da gerne in die Infobox. Ich habe ihn euch verlinkt. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier in dem Fall auf jeden Fall top. Also von mir eine Empfehlung. Und jetzt geht's weiter. Es geht weiter in der Küche. Ich mache jetzt hier ein bisschen Ordnung. Das Waschbecken lernen. Ein paar Sachen muss ich abwaschen. Dann muss ich meine Schneidebretter einmal gründlich reinigen. Dann machen wir das Ganze auch mit Zitrone und Salz. Die muss ich einölen. Auch die sehen ein bisschen demoliert aus. Ich glaube, vorher machen wir einmal die Spülmaschinentabs. Ich muss nochmal gucken, weil die müssen nochmal aushärten. Ich will die unbedingt dann ausprobieren, um zu gucken, ob die auch wirklich gut reinigen. Da bin ich gespannt darauf. Dann hatte ich mir von, wie heißen die, Marion? Es gibt doch diese Scrub Daddy, Scrub Mommy.
Und das heißt aber anders. Muss aber nochmal gucken. Scrub Staubi. Scrub Staubi. Ja, auf jeden Fall soll das sehr gut sein, um Staub zu nehmen. Werden wir testen. Bin ich gespannt, ob das gut Staub nimmt. Vor allem hier meine Holzjalousie, die ist voller Staub. Machen wir gleich im Anschluss damit sauber. Bin ich gespannt, ob das was bringt. Was ich euch unbedingt noch empfehlen muss, ist dieser Lappen. Der sieht nicht so besonders aus. Ich habe den jetzt auch schon länger im Gebrauch. Ich habe so ein Dreier-Set geholt. Und zwar, das sieht aus wie so ein Lappen, aber das ist so ein toller Schrubber. Ihr kennt ja sonst normalerweise immer die Spülschwämme. Die werden ja auch sehr schnell Schrott, sage ich jetzt mal, und labberig. Aber das, vor allem wenn ihr auch Gusseisentöpfe habt und so weiter, der macht alles so schön sauber. Also das ist, und auch gerade, dass es kein Schwamm ist, sondern so ein Lappen, finde ich, kommt man auch überall so schön ran. Kann ich euch echt empfehlen. Also ich werde sowieso alles, was ihr so immer seht, zu verlinken. Ihr findet ja auch immer in der Infobox einen Link mit all so Produkten und Sachen, die ich so zu Hause habe, die ihr meistens so in den Videos seht. So sehen die nämlich aus und die sind wirklich richtig, die sind so, die schrubben richtig gut. Die sind mega. Wirklich sehr, sehr praktisch. Was ich immer täglich für meine Spüle so verwende, ist eigentlich einfach so eine Mischung aus Essigessenz und Wasser. Also einfach 1:4 ungefähr. Ich fülle das jetzt mal auf, um es euch einmal zu zeigen. Dann nehme ich immer mein schon gefiltertes Wasser. Und das ist eigentlich so mein Allrounder als Reiniger in der Küche. Muss ich auch kurz ein bisschen sauber machen. Und so, gerade ich habe ja diese schwarze Spüle und ich bin auch damit sehr, sehr zufrieden. Für die, die sich mal für eine Spüle entscheiden wollen, muss ich euch wirklich sagen, ich hatte als allererstes in meiner allerersten Wohnung eine Edelstahlspüle. Dann hatte ich in der letzten Wohnung eine weiße Keramikspüle. Und jetzt habe ich eine schwarze und falls ihr euch fragt, ich kann euch wirklich so diese schwarze empfehlen. Also bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Edelstahl ist klar, das hat genervt, weil man sieht jeden einzelnen Kalkfleck. Man musste die immer abtrocknen, sonst sah die immer fleckig aus. Das war nicht so schön. Bei der weißen Keramik, da war es wiederum das Problem, wenn man, ja, dass die sich sehr, sehr schnell verfärbt hatte. Also da war, wenn man Tee reingegossen hat und so weiter, also direkt schon fleckig. Auch wenn man die Töpfe und so weiter da gewaschen hat, dann hat das so eine Kratzer hinterlassen. Also da musste ich wirklich so jeden Tag reinigen. Das war schon sehr anstrengend. Bei der schwarzen sieht man das eben nicht, weil die ja dunkel ist. Und Kalkflecken sehe ich jetzt auch nicht so. Also wie gesagt, weil ich eigentlich auch täglich einfach mal mit dem Essiggemisch da einmal reinsprühe und abwische und so entsteht auch überhaupt kein Kalk. Auch diesen Wasserhahn, den hatte ich mir später zugelegt, weil meiner von Ikea war kaputt gegangen. Und den kann ich auch, den finde ich richtig mega, der ist richtig günstig, den hatte ich mir auch bei Amazon bestellt. Der hat nämlich hier das, also die Funktion einmal, dass man das ausziehen kann, finde ich mega, dann einmal, dass man sprüht und hier nochmal so eine Turbo, also das das jetzt alles voll nochmal so richtig zum Abstrahlen sozusagen. Finde ich auch mega. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Habe ich jetzt auch schon über ein Jahr locker. Das ist ja unser kleiner Wasserhahn. Da ist ja unser gefiltertes Wasser. Das ist hier unterm Spülbecken. Haben wir da so ein Filtersystem, wo das Leitungswasser nochmal gefiltert wird und nochmal so mit Mineralien angereichert und so weiter. Ich mag halt nicht, wenn hier so Wasser steht auf dieser Fläche. Deswegen lege ich immer so ein Tuch drunter und hänge es dann später zum Trocknen auf. Finde ich immer ganz praktisch so. Vor allem, weil dann auch die Sachen, die ich dann hinstelle, nicht so rumrutschen. Täglich reinige ich auch das Waschbecken, eben wie ihr gesehen habt, mit Essig. Aber gerade hier so diese Edelstahlteile und so, die verfärben sich ja auch öfters dunkel. Dafür nehme ich einfach hier Natronpulver
Und das mische ich manchmal mit Zitronensäure oder ich sprühe so wie jetzt einfach ein bisschen Essig noch mit drauf. Und dann lösen sich so die Flecken. Ich mache mal meine Bretter schon mal sauber. Ich mache erstmal ein bisschen nass. Und zwar nochmal so desinfizierend. Einfach mit ein bisschen Zitrone und Salz. Manchmal mache ich auch Natron. Die Bretter sind schon alle gewaschen, die sind sauber. Ich mache jetzt nur eben mit dieser Salz-Zitrone ein wenig. Lass es kurz einwirken, spül das ab und danach behandle ich die Bretter nochmal mit einem Öl, damit die wieder fresh aussehen. Während die Bretter jetzt hier einmal trocknen, können wir schon mal die Spülmaschinentabs machen und dann werden wir die nochmal einölen. Ich habe hier nämlich so ein spezielles Öl für die Bretter und auch ein Conditioner. Wir machen jetzt mal die Spülmaschinentabs. Da bin ich jetzt gespannt drauf, ob das was wird. Zwischendurch meine Dose Schwarzkümmelöl, nicht ihm. Meinem schmeckt gut. Da denkt immer mein Mann dran, wenn er selber das einnimmt, dass er mich auch damit füttert. Sonst vergesse ich es. Also, ne, wir wissen, Spülmaschinentabs sind voll mit Chemikalien und sie sind zudem auch gar nicht günstig. Und ich habe immer so eine Riesenbehälter mit Natron und Zitronensäure, weil ich das viel im Haushalt benutze. Wir brauchen ein Cup, das war jetzt so ein American-Rezept. Deswegen bin ich sehr gespannt später auch, wie das Ganze so funktioniert. Ob das überhaupt funktioniert. Also, One Cup, das ist ein Cup bis 250 Milliliter. Ihr könnt einfach ein Glas nehmen. Ich mache es jetzt mal so, wie das im Rezept war. So, ein Cup Natron. Ein Viertel Cup, das ist 60 Milliliter von der Zitronensäure. Und ein Esslöffel Spülmittel. So, das ist ungefähr ein Esslöffel. Ich mache es jetzt nicht ganz voll. Und das Ganze vermischen wir einfach. Dann brauchen wir Eiswürfelbehälter. Das ist irgendwie so Dings geworden. Ich guck mal, wie viel. Und machen hier das Ganze rein. Ich glaube, das ist für einen Eiswürfelbehälter die Portion. Ich hatte mir hier noch einen zweiten geholt, aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Also wenn das funktioniert und dann noch die Sachen gut in der Spülmaschine abgewaschen sind, ich hoffe, ich kriege die hier auch gut raus. Eigentlich habe ich hier den Behälter mit so einem Noppen. Oh, ich habe die Noppen nicht, manche Noppen nicht rausgedrückt. Ja, das ist so ein bisschen aufgeflafft hier. Nach 10 Minuten soll man diesen Überschuss abkratzen, ne? Weil ihr seht, das quillt die ganze Zeit hoch und dann 4 bis 12 Stunden muss das trocknen. Ja, also ich denke, wir werden dann das Ganze morgen dann schauen, wie sich das in der Spülmaschine verhält. Jetzt erstmal die Jalousie sauber mit diesem Scrub Daddy Dump Duster. Dump Duster ist das. Erstmal die Ecke hier frei, da muss eh geputzt werden.
Ja, bleibt so alles schön in diesen Rillenhaften. Ne? Nochmal abspülen. Ah, ja, das ist gut. Schau mal, dass dieses Staub so einfach wieder abgeht. Ja, das Positive an diesem Schwamm ist auf jeden Fall, dass der den Staub wirklich schön aufnimmt und dann super schön auch einfach mit dem Wasser wieder sich abspülen lässt, ohne dass man das so verschmiert oder dass das so im Tuch hängen bleibt. Also ist auf jeden Fall nützlich. Kann ich empfehlen, finde ich ganz gut. Ich mache mich jetzt mal an die Holzbretter, weil ich werde die einmal einölen und dann so eine halbe Stunde, Stunde das einziehen lassen und dann kommt nochmal der Conditioner drauf. Aber auch hier mein Holzbesteck hat es auch nötig. Ist hier alles sauber gewaschen, aber das muss ich jetzt auch mal auffreshen. Das sieht nicht mehr so ganz so frisch aus. Hier waren schon solche Tücher mit dabei, deswegen werde ich jetzt auch die dafür benutzen. Der Toaster hat eine Reinigung nötig, wie ihr seht. Also gerade so immer, ich mag eben keine so Edelstahlsachen, weil ja, die sind immer nicht so schön ansehnlich, sage ich jetzt mal. Ich mache erstmal, versuche ich mal diese ganzen Krümel da drin rauszubekommen und dann mache ich das sauber. Dafür benutze ich sehr gerne hier diesen Putzstein. Ich finde das so ganz gut. Das macht wirklich auch viele Sachen schön sauber, sei es die Herdplatte, Edelstahlsachen. Und ja, mag ich ganz gerne.
Also, das sieht doch aus wie neu, oder nicht? Perfekt. Sehr schön. So, ich mache jetzt noch diesen Conditioner noch rauf und dann stelle ich das Ganze rüber, weil ich muss noch die Seite der Küche sauber machen. Ich nehme mal so ein kleineres Tuch. Diese anderen zwei Tücher, die waren mir irgendwie zu riesig. Am besten sowas abends machen, dann kann das schön über Nacht schön alles einziehen. Aber ihr seht, die Bretter sehen jetzt schon aus wie neu. Ja, meine Lieben, das nimmt alles Zeit, alles Zeit. Allein schon, wie lange ich brauche, nur hier um die Oberflächen so gründlich, ja, eben mal gründlich sauber zu machen. Dabei muss ich in den Schränken, in den Schubladen hier alles ordnen, sauber machen, ne? Einmal rausmachen, da drin sauber machen, die Behälter sauber machen. Ja, das müssen wir ein andermal machen. Wenn ihr das natürlich sehen wollt, müsst ihr mir Bescheid sagen. So, ich mache jetzt noch die Ecke hier fertig, beziehungsweise die andere Ecke noch. Und dann geht es morgen weiter, weil die Kids kommen auch schon langsam aus der Schule. Es nimmt alles so viel Zeit. Ich muss noch die Oberflächen noch schön sauber machen. Was ich früher irgendwie alles in einem Tag schaffen konnte, mittlerweile geht das nicht. Ich muss mir das aufteilen.
muss ich irgendwo anders hinstellen. Das stört mich da in der Ecke. Aber ich brauche immer meine Sachen immer, dass ich die sehe, meine so Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, damit ich immer dran denke, die zu nehmen. Aber ich muss irgendwo eine andere Stelle dafür finden. So. Hui. Okay. Es sind zwar noch keine 4 bis 12 Stunden, aber die sind schon hart und ich will unbedingt testen, wie das Ganze in der Spülmaschine dann sich verhält. Deswegen werden wir jetzt einen benutzen. Schaut mal. Also, der ist schon schön fest. Also, da meine Spülmaschine jetzt voll ist, mache ich die an. Dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze trotzdem schön die Sachen in der Spülmaschine wäscht. Also. Ja, passt hier rein. Huch. So, passt schon mal. Jetzt eine Stunde. So, ich wasche jetzt hier noch die Teile von der Abzugshaube und dann reicht es für heute. Wie viele Stunden habe ich jetzt hier? Über 3 Stunden? Also Oberflächen hier ist schon mal alles schön sauber, die Jalousie ist sauber. Richtig mal die Rückwände hier richtig schön sauber gemacht, ne? Hinter den ganzen Geräten, das ist ja nicht, was man so täglich macht, ne? Sowas. Und morgen mache ich mich dann an die Oberflächen nochmal. Die müssen auch nochmal richtig, richtig schön geschrubbt, geputzt werden, Boden wischen. Sowieso aber hier. Und dann, wie gesagt, wenn ihr möchtet, wenn euch das gefällt, nächste Woche, ich muss diese ganzen Schränke nochmal ausmisten, Ordnung schaffen, was ich nicht brauche, weg, innen sauber machen und dann nochmal schön sortieren und ordentlich einräumen. Also falls ihr das sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann nehme ich euch da auch mit. Aber für heute reicht es jetzt, weil jetzt ist die Küche schön geputzt und jetzt muss ich das Abendessen vorbereiten. Die Spülmaschinentabs sind ausgehärtet, die sehen jetzt nicht unbedingt so schön aus. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar andere Eiswürfelformen bestellt, in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen besser wird, weil ich habe zweimal gestern die Spülmaschine angemacht und zweimal diese Tabs verwendet und alles war schön sauber. Also es ist eigentlich echt eine gute Alternative. Seht ihr, weil hier diese unten diese Noppen sind, das sieht nicht so gut aus. Ich habe mir jetzt noch mal eine andere Form bestellt, die ganz normal so. Aber es funktioniert. Mache ich jetzt hier einmal in so ein Glas rein. Also man kann selber Spülmaschinentabs machen. Nur man muss halt wirklich so, wenn das so ein bisschen aufquillt, dann wieder runterdrücken. Weil ich habe gemerkt, wenn man das nicht macht, dann ist es innen so ein bisschen wie so hohl. Nicht, dass dann am Ende, ne, sieht man das hier? Dann ist es hier so löchrig. Nicht, dass man dann zu wenig Produkt hat für die Spülmaschine. Ne, seht ihr, das ist so löchrig. Deswegen, ich werde die nochmal neu machen, wenn die anderen Eiswürfelformen dann ankommen. Und dann versuche ich das nochmal ein bisschen besser zu machen. Aber die sind auch schön stabil. Also die gehen jetzt nicht kaputt, ne, wenn ich jetzt so drücke. Ist nur ein bisschen krümelig. Aber die restlichen Krümel, damit mache ich nochmal die Spülmaschine sauber. Das Waschbecken sauber. Schreibt mir, ob ich euch noch mal nächste Woche mitnehmen soll, wenn ich die noch mal neu mache. Ob die dann schöner sind. Aber sie tun, was sie tun sollen.
Meine Lieben, das war's mit dem Putzen für diese Woche. Ich wollte ja eigentlich noch weitermachen, aber dann haben wir Besuch bekommen und jetzt ja, ist keine Zeit mehr zum Putzen. Deswegen machen wir inshallah hoffentlich nächste Woche wieder. Ihr könnt mir gerne eure Putzhacks mitteilen. Vielleicht probiere ich die dann nächste Woche mit aus. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ihr lasst ihm auch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es öfter sehen wollt, wie ich so Hausarbeit mache und so weiter, dann schreibt es auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Vergesst auch nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier seht ihr das letzte Video. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald!